Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Democracy 4 Alpha. Die stammt auch aus dem Stream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhner aufgezeichnet habe. Viel Spaß! Dann lass uns mal noch schauen, was wir an Bildungssachen hinbekommen. Gerade der Bereich Hochschulbildung. Okay, hier mal an Weil den Sachen. erst dann kommen wir überhaupt dazu, dass wir diese ganzen Wirtschaftsinvestitionsprogramme auch gut starten können und die Gründerprogramme und so. Hier gucken, was wir noch haben. Ich meine, hier dieses, das war Selective Schooling. Okay, also es geht im Endeffekt nicht darum, Kinder und Jugendliche zusammen zu unterrichten, nach ihrer Altersstufe vorrangig, sondern nach ihren Fähigkeiten. Also dass die SchülerInnen, die besonders gut sind, zusammen unterrichtet werden und die anderen nicht. Also Aber ohne nee, die anderen. regardless of ability. Was? Ah, doch, ja, natürlich. Ja. Ja, alles klar. Auch das ist so eine Entscheidung. Es gibt so, also ganz persönlich würde ich sagen, lasst die Kinder und Jugendlichen doch bitte einfach zusammen, weil die Sozialkomponenten ja irgendwie auch alle noch eine Rolle spielen und es wichtig finde, dass die sich miteinander austauschen, genau wie bei Erwachsenen. Ich kann allerdings auch dieses Argument zumindest nachvollziehen, zu sagen, dann bekommen diejenigen, die ein bisschen mehr Unterstützung brauchen, auch die Unterstützung. Aber das heißt es hier nicht, weil hier geht es um diejenigen, die sowieso schon gut sind, die noch besonders unterstützt werden. Also hier fehlt mir der Halbsatz zu denjenigen, die hier irgendwie augenscheinlich nicht so wichtig sind für. Ja, das ist auch eher eine Ausrichtungsentscheidung, die nicht direkt die Bildung an sich betrifft, nur mittelbar, ne? Ja, also das weiß ich jetzt nicht. Das würde ich jetzt Ja. an der Stelle nochmal zurückstellen, da gibt es wahrscheinlich nochmal andere Dinge. Ich fand es so interessant, weil es mir ins Auge gefallen, weil es so grün war, dass wir noch hier haben wir, genau, Das das ist ist auch was healthy. Neues. Bitte? Ist auch was Neues im Vergleich zu Ja. Democracy 3. Ja. State Broadcaster, also Öffentliche Linien. ja. Sehr gut. Finde ich auch schön, dass das ein Thema ist. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk quasi. Würde ich jetzt auch noch nicht anfassen wollen, finde ich aber grundsätzlich super wichtig und schön, dass es jetzt in Democracy 4 drin ist. Ja. Und es fördert die Außenbeziehungen. Das ist ganz schön. Ja. Es fördert auch die Bildung, ist auch gut. Ja. Food Standards Agency haben wir schon angeguckt. Was haben wir hier? Executive Term Limits. Da haben wir vorhin am Anfang, als es die Frage gab nach den Wahlperioden, also alle wie viele Jahre gewählt wird. Es gibt auch Staaten, in denen gibt es eine Beschränkung, wie oft man wiedergewählt werden darf. Also ein gutes Beispiel ist der Präsident in den USA. Da gibt es halt einfach zwei Amtszeiten. Gut. Ja. Hat auch Vor- und Nachteile. Oh. Weiß ich jetzt auch gerade nicht, ob das so. Nee. Ich wollte, es ist interessant, dass, achso, Public Services ist das. Natürlich gehört das dazu. Dann haben wir hier Science Funding, also Wissenschaftsförderung. Geben wir 3,2 Milliarden für aus? Ich würde noch den Schritt vorher anfangen mit Bildung. Vor allem mit Schulbildung und mit Hochschulbildung. Hier sind wir bei den staatlichen Curriculum. Schulen. Und die sind halt schon wirklich teuer, aber das könnte uns langfristig helfen. Ja, unser Defizit ist bei 11,8 Milliarden. Genau. Wir können uns jetzt beispielsweise so eine innere Grenze setzen, ab wann wir nervös werden, was unseren Schuldenberg betrifft. Und bis dahin ausgeben, aber könnten dann sagen, die Sachen, in die wir investieren müssen, aus Bereichen A, B oder C sein. Wir können auch erstmal nur ausgeben oder wir sparen. Da weiß ich nicht, wie du das siehst oder wie die Meinung im Chat ist. Ja, im Chat kommt ein Kommentar auf das hier jetzt gerade. Moderne Textbücher, ist das nicht schon mehr als in Deutschland? Ah, Ja,
Ich würde mal sagen, Schulbücher, puh, ist noch mal ein Thema an sich, wie das überhaupt organisiert ist und ob wir jetzt schon so weit im 21. Jahrhundert überhaupt darüber nachdenken müssen, dass wir alle 3 Jahre oder ich weiß gar nicht, wie der Rhythmus ist, tatsächlich uns darum Gedanken machen, dass wir Schulbücher aktualisieren können. Aber da sind wir bei der ganzen Sache, die jetzt durch Corona ja aufgepoppt ist, wie gut sind die Schulen, was neue Medien angeht. Neue Medien, habe ich gerade gesagt. Und ich meine nicht Multimedia-CD-ROMs. Ja. Es gibt auch ich sehe das nicht so negativ wie du, Horsti. Aber vielleicht auch, weil ich nicht direkt mit Schule zu tun habe, ist vielleicht ein Grund. Weiß es nicht. Ja, also mein Gefühl wäre, um jetzt auf die Dings zu gehen, ich würde Schule noch nicht anfassen. Ich würde für Bildung eventuell eher bei den Programmen gucken, weil wenn ich hier gucke, dass wir was für die Bildung tun, dann sind wir ganz schnell, na wohl. Also, wo geht's los? 9,4. Ich hätte jetzt gesagt, 1 Milliarde mehr oder also an den Rand, aber wir geben dann 6 aus. Ich weiß nicht, vielleicht finden wir bei den Ideen für neue Gesetze eher noch was. An dem Regler können wir immer noch drehen und für 1 Milliarde kriegen wir gut 2% Steigerung bei der Bildung. Die Armut geht runter. Das ist jetzt nicht zu verachten, auf keinen Fall. Und Privatschulen, auf die drückt es. Ich würde Stage Schools nochmal zurückstellen und wenn wir über Bildung sprechen, dann vielleicht tatsächlich Programme angucken, weil hier ist jetzt nicht so viel. Wir hatten in Democracy 3 gab es noch die Variante mit der kostenfreien Hochschulausbildung oder Hochschulbildung. Da weiß ich jetzt nicht, ob wir das hier noch irgendwo drin hatten. Nee, das ist, glaube ich, eine Sache, die hier bei bei Public Services natürlich. Ein Guck. Ja. Also Erwachsenenbildung, Bezuschussung gibt es. Wir haben hier sehr, sehr viel. Also ich gehe es mal durch. Hier haben wir den Klimawandel Adaptionsstiftung. Den können wir uns auch nicht leisten. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Aber ist günstiger als im Kreis. Aber bedenke das Pfund. Das Pfund ist ein bisschen mehr wert als der Euro. Dann verpflichtendes Markieren von Lebensmitteln. Verpflichtende Fremdsprachenkurse. Wäre eine Sache für die Bildung. Verpflichtender Schulsport wäre wahrscheinlich nicht schlecht für die Bildung. Also da würde ich jetzt schätzen, beeinflusst die Bildung auch ein bisschen. Tut aber auch was gegen unsere Fettleibigkeitsprobleme. Genau, für die Fettleibigkeit. Gegen die Fettleibigkeit. Ja, was sagte ich? Mhm. Für Gesundheit gegen Fettleibigkeit. Ja, genau, nee, richtig. Genau. Ich finde übrigens da unten die Wiederaufforstung ganz gut und würde gerne wissen, was sich hinter den School Vouchers verbirgt. Wieder Reforestation, also Wiederaufforstung. Ja, ist relativ günstig tatsächlich. Interessant. Ich weiß halt nicht. Horsti hat sich gerade als Pädagoge geoutet. Ja, nee, hat er glaube ich letztes Mal schon gemacht. Er ist als Pädagoge immer für mehr Gehalt. OER auf jeden Fall, da bin ich total bei dir, Horsti. OER auf jeden Fall immer mehr davon. Die Open Educational Resources? Genau. Für alle nicht. Dankeschön. Ich benutze das jetzt gerne. In letzter Zeit so häufig, dass ich das nicht
Übersetzer. Er schreibt noch weiter, Schule hat zu wenig Geld, die Bücher sind veraltet. Ich sehe ein Problem darin, dass beispielsweise Familien mit Hartz IV den kompletten Betrag für Bildung schon in die Bücher investieren müssen, kein Geld mehr für Materialien oder andere Bildung. Ja, das... meine Blauäugigkeit ist, was das angeht, eines Besseren belehrt worden. Ja, das stimmt. Das ist echt ein Problem. Wiederauffassung hast du gesagt? Was wolltest du noch? Social... die hier? Ja. Ja. Das ist Gutscheine, um die Privatschulen dann zu pushen. Dann kann ich doch gleich die öffentlichen Schulen gut ausfinanzieren. Wer es ist meinen. Aber günstiger, guck mal. Natürlich ist es günstiger, deswegen gibt es eine Privatisierung in dem Bereich. Ja, okay. Also wenn der Staat es günstiger machen würde, würde es selber tun, aber es ist ja günstiger, das zu privatisieren. Wie Wasser oder Energie oder so. Ja, unser Wasser ist anscheinend privatisiert, weil wir könnten eine staatliche Wasser-Dingenskirche einführen. Richtig, weil wir sind in Großbritannien. Ach, und ja, diese Privatisierung des Wassersektors müsste passiert sein in dieser Margaret Thatcher-Ära. Genau wie die Privatisierung von den Eisenbahnnetzen. Müsste auch in die Zeit fallen. Oh ja, stimmt. Das war auch Thatcher. Thatcher war so der Anfang vom... Oder Anfang, also ich habe das irgendwo im gefährliches Halbwissen auch, habe ich so abgespeichert unter die Beginne des Neoliberalismus oder ist das falsch? Na, ich weiß nicht, ob es wirklich der Beginn war, aber es war zumindest mal effektiv durchgezogen, um es vorsichtig zu formulieren. Hm. Also was wir hier für Bildung tun können, wären die Technology Colleges. Die haben uns das letztes... Da habe ich vom letzten Mal Democracy 3 spielen, habe ich irgendwie im Kopf, die haben wir eingeführt und dann kam irgendwann die Gewalt gegen Roboter. Die kam, weil wir die Förderung gemacht haben für Automatisierungsschichten. Stimmt, ja. Also ja, die Bildung war noch nicht das Problem, erst die Anwendung. Ja, und Universitätsstipendien. Ja, das irgendwie, die eins von den beiden Dingen würde ich gerne tun. Die Technologie-Colleges? Genau, also die Fachschulen nenne ich sie jetzt einfach mal. Ja, Fachhochschule. Dann, glaube ich, gab es noch die öffentlichen Bibliotheken, die nett sind, auch ein bisschen was bringen, aber uns jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig helfen. Und ganz oben war noch irgendwas mit der Schule. Genau, die Erwachsenenbildung. Also Erwachsenenbildung, Fachhochschule oder Universität. Das wären jetzt so meine Top 3. Wenn ich aus diesen dreien auswählen müsste, würde ich Fachhochschulen nehmen, Technology Colleges, weil es neben den, weil es auch einen direkten Auswirkung auf Technologie hat und wir haben diese die Wirtschaft, die ein Problem hat. Wie heißt es denn? Uncompetitive. Die nicht wettbewerbsfähige Wirtschaft. Nicht wettbewerbsfähig, genau. Deswegen wäre ich für, wenn ich von den dreien wählen müsste, wäre ich für Technology Colleges. Wobei, uns wurde gerade angekündigt, dass Internetkriminalität kurz bevorsteht und wir sollten vielleicht davon absehen, dass wir Technologie nach oben pushen, deswegen. Interessanter Ansatz. Solange wir nicht angefangen haben, was gegen die Kriminalität zu machen, würde ich Technologie jetzt nicht einem großen Push verpassen, wäre meine Argumentation. Und ich hätte jetzt gesagt, wir könnten was mit den bevor wir Universitätsstipendien verteilen, würde ich erstmal Public Libraries einführen. Und ich hatte so Public Libraries und ich hatte dann auch hier auf den Schulsport geguckt, weil ich glaube, Schulsport hat auch einen Effekt auf Bildung. Und also, denke dann ein bisschen an unsere Fettleibigkeit, aber ansonsten hätte ich jetzt erstmal gesagt, wäre ich für Public Libraries vor dem Hintergrund der drohenden Internetkriminalität. Am allerliebsten würde ich alles machen. Ich verstehe jedes Argument.
bei den Fachschulen, diesen Technologieschulen, da geht es unter anderem ja auch darum, dass die Leute technologisch gebildeter werden. Man könnte jetzt sagen, je technologisch gebildeter sie sind, desto weniger anfällig sind sie für Internetkriminalität beispielsweise. Ja, eigentlich schon, ja. Also diese Argumentation kann ich auch folgen, das stimmt. Chat ist da auch drauf, Edelhack sagt, Internetkriminalität steigt eh überbordend mit Technologie, da würde ich nicht so das Auge drauf haben. Ja, aber wenn wir so eine besondere Situation kommen, dann ist dadurch auch immer wieder Verlust drin. Und wir denken gerade darüber nach, Geld auszugeben, obwohl wir schon im Defizit sind, weil wir was für die Bildung tun müssen. Da würde ich jetzt ungern etwas machen, was eine drohende Sache begünstigt. Dass irgendwann die Fachhochschulen eingeführt werden, da gehe ich ganz stark von aus, nur nicht in dieser Runde. Also Technology Colleges. Auch der Argumentation kann ich folgen. Dann würde ich allerdings sagen, die Universitätsstipendien hervorzuholen, dann fördern wir das Wissen so ein Stück weit breiter. Vielleicht haben wir dann auch ein paar SozialwissenschaftlerInnen, die sich zukünftig mit den Auswirkungen von Technologie auf Demokratie oder sowas beschäftigen können. Also um sozusagen den Nachwuchs zu fördern auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Vielfalt an den Universitäten ein bisschen zu erhöhen. Okay. Ich denke nur gerade, weil wenn ich auf das Preisschild gucke, wir könnten es halt relativ niederschwellig erst einführen, dann könnten wir es uns leisten. Public Libraries haben wahrscheinlich einen geringeren Impact. Aber die hätte ich auch irgendwann gern. Ja. Aber du sagst eher Universitätsstipendien. Wäre meine Nummer 1. Ich weiß nicht, wie ihr anderen das seht. Wie sehen die anderen das, lieber Chat? Ich würde dem tatsächlich jetzt, würde dem auch folgen. Ich hätte jetzt erst gedacht, wir machen Bibliotheken, aber ich bin auch ein Freund von Universitätsstipendien. Das würde ich definitiv sagen. Pro-Stipendien kommt da, dann würde ich doch mal sagen, machen wir Pro-Stipendien. So. 1,7 Milliarden, also super, Generational Wealth Gap, also Generationswohlstandslücke. Okay. Wir geben der nächsten Generation die Möglichkeit, dieselbe Geld zu verdienen. Ja. Okay, Education geht krass hoch, 10%. Ich würde tatsächlich hier sagen, dann... Ich würde es ein bisschen runterfahren. Ich will mal gucken. Ah, es sind Stufen. Sollen wir 1,4 Milliarden nehmen? Ja. Okay. Nehmen wir 1,4 Milliarden. Okay. Haben wir noch 4? Haben wir noch ein paar kleine Sachen beim Bruttoinlandsprodukt, wo wir was machen können? Wir könnten zum Beispiel überlegen, ob wir die Auslandsinvestitionen so ein bisschen attraktivieren. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt schon der richtige Zeitpunkt dafür ist. Oder ob wir damit noch warten, bis insgesamt unsere Bildung und so ein bisschen besser ausgeprägt ist. Wir können ja mal gucken, wie sehen unsere Auslandsbeziehungen aus. Ganz gut. Haben wir noch gar nicht drauf geguckt. Foreign Policies. Okay, wir könnten die Tourismuskampagne starten. Ich würde eher auf die Steuern nochmal gehen. Okay. Bei den neuen Ideen. Beispielsweise. Und vielleicht finden wir nach was. Guck mal, ein Plastic Bag. Das tut was gegen die für die Umwelt. Ist eine minimale Einnahmequelle. Aber, und das können wir uns gerade so noch leisten, wir haben noch genau 4. Ja, also die ist halt nicht so wahnsinnig beliebt. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Frage, machen wir es jetzt
wo es noch egal ist, weil die nächste Wahl noch entfernt ist? Oder warten wir? Nette Polizei ist auch noch offen, sagt Horst die. Das Community Policing, ne? Ja. Also wir haben es schon eingeführt, aber wir wollten es hochsetzen. Ich hätte jetzt gesagt, ich würde jetzt eher sagen, wir haben noch 4 Kapital, dann würde ich eher eine neue Steuer einführen. Lieber früher als später. Ja. Und wir müssen sowieso was für unsere Umwelt tun. Wir werden irgendwann auch wieder eine Wasserkrise kriegen oder irgendeine andere Umweltkrise. Ja, also führen wir die Plastikdingens ein. Und da würde ich jetzt... Okay. Tatsächlich hat es eher nur Auswirkungen auf Meinungen. Interessant. Oh ja, aber es bringt uns wenigstens ein bisschen Geld. Ja. Nicht viel. So, mal auf... So? Ja. Okay. Gut, dann haben wir das und nächste Runde. Ich habe die Polizei nicht vergessen, Horsti. Keine Sorge, Kriminalität ist auch noch etwas, was uns im Nacken rumhängt. Ich fürchte auch, dass wir in diesem Internetkriminalität und Kriminalitätsbereich auch wieder diesen Geheimdienst anpassen müssen. Ja, wahrscheinlich schon. Oh. Ne? So, wir haben wieder ein Dilemma. Toxic Waste Dump, also Gefahrstoff. Nee, Sondermüllkippe. Okay. Also es gibt einen Vorschlag in unserem Land, Major, also ein nicht ein kleines, sondern wirklich ein bedeutendes giftige Abfalllagerstätte einzurichten. Durch das Bauen werden viele Jobs geschaffen, aber es gibt Befürchtungen, dass es nicht gut für die Umwelt ist. Allow the dump, prevent the dump. Mhm. Okay, ganz, ganz persönlich bin ich dagegen. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wie siehst du das? Ich habe wahrscheinlich eine Meinung. Ich wäre dafür. Aber man muss da ein bisschen unterscheiden, was es für... Also, Toxic Waste Dump wäre so eine Sache. Ich möchte nicht daneben wohnen. Ja, und dann geht die Debatte los, wo baut man das hin? Und dann haben wir ganz viele Bürgerinitiativen, die allesamt berechtigterweise nicht wollen, dass das Ding neben ihnen steht. Ja, ja. Und die andere Seite ist halt... Okay, wird es, also was passiert, während darüber debattiert wird, dass das Ding gebaut wird? Und ich meine, wir tun mit unserem Müll schon so unglaublich furchtbare Dinge, Müllexporte in Drittweltländer, Elektroschrott und Rückgewinnung von Kupfer, wenn dann Leute halt Tonnen von Kabel auf einen Haufen legen, das anzünden mit Benzin und warten, bis das Plastik alles verbrannt ist, damit sie das Kupfer rausziehen können, sind halt mit, weil Kupferpreis ist hoch. So, das sind halt so Dinge, die man vermeiden könnte, wenn wir nehmen so, okay, unsere Industrie, an der Stelle wäre ich halt so damit eingestellt, ich wäre eher so, wir sollten es vielleicht ins Land holen. Also meine generelle Meinung jetzt gar nicht so auf das Spiel bezogen, sondern es macht Sinn, das eventuell in unser Land auch hineinzuholen. Aber da ist es dann halt auch so, sollten wir dann auch nicht nochmal generell über Verantwortlichkeit von Firmen reden. So, was mich zum Beispiel rasend macht bei dieser ganzen Nuklearabfallnummer, ist das halt, natürlich sind das gefährliche Sachen, aber warum schöpfen die Unternehmen größtenteils die Gewinne der Atomkraftwerke ab und der Staat kümmert sich dann um die Abfallentsorgung? Ich möchte auf keinen Fall, dass ein Energiekonzern eigenverantwortlich mit Atommüll umgeht, das sicher nicht, aber dass dann auch die Kosten vom Staat, so, das ist halt so, da muss man einen Mittelweg finden. Weil mit in einem hochtechnologisch entwickelten Land kann man so etwas, was hier jetzt vorgeschlagen wird,
gut machen, sicher hat das immer eine Auswirkung auf die Umwelt. Aber man kann den minimieren, als wenn es weggeht zu einem Land, das vielleicht ein Schwellenland ist und wo dann der Schaden global bezogen auf die Umwelt ein größerer wäre. Ändert nichts daran, dass ich nicht daneben wohnen will. Also was das angeht, bin ich ja auch schizophren. Aber so ist es nun mal. Ja, also ich meine, wir erleben das ja auch gerade bei den Lagerstättendebatten in Deutschland. Und naja, gerade seit Jahrzehnten, ne? Genau, und so richtig vorankommen wir halt nicht. Ich kann beiden Argumentationen was abgewinnen. Für mich leuchtet der Bereich, lasst uns doch unseren Müll dann wenigstens vernünftig entsorgen und nicht irgendwie ins Ausland kamen und weg ist er, leuchtet mir ein Stück weit mehr ein. Und das andere ist auch nochmal so eine Debatte von Verantwortlichkeit, wie du schon gesagt hast, von Unternehmen auf der einen Seite, aber auch der Steuerungsfähigkeit von Staat und möglicherweise auch der Einflussmöglichkeit von Gesellschaft auf Unternehmen. Was auch super spannende Themen wären, was wiederum total schade ist, weil wir hier nur die Wahl haben, hopp oder top, machen wir es oder machen wir es nicht. Eigentlich bräuchten wir hier nochmal so einen kleinen Bereich daneben, der sagt, unter den Bedingungen machen wir es. Ja, genau. Bisschen mehr qualifizieren. Ja, ich denke nur, also wenn alle Sachen, wir würden hier gerne an Nuancen drehen, wenn das umgesetzt werden würde, dann bräuchten wir 3 Stunden für eine Runde, wenn das reicht. Genau, aber das ist ja das was das Spannende eigentlich an Politik ausmacht und an diesen ganzen politischen Entscheidungsfindungen. Schlussendlich stehen die vielleicht nicht vor 2, sondern vor deutlich mehr Optionen und Argumenten und versuchen das dann wiederum alles zu stützen und auszudiskutieren. Und genau das, was wir gerade auch haben, so dieses, ja, wir brauchen doch Bedingungen, na klar können wir das machen, aber wenn wir es machen, dann nur mit Schritt 1, 2, 3, 4. Das haben ja PolitikerInnen beziehungsweise Verantwortungsträger in den Bereichen genauso. Das ist schade, dass es beim Spiel zu kurz kommt, aber so ist es. Wir haben ja auch nun mal keine 3 Stunden Zeit eine Frage, ob oder ob nicht. Ja, und im Chat sehe ich jetzt gerade Allow the Dump, sonst geht der Scheiß noch eher in die Umwelt, oder? Das würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, weil hier drin steht, auch bei den Argumentationen dagegen, wir sollten nicht noch extra Müll aus anderen Nationen importieren. Ist das das, was wir unseren Kindern hinterlassen wollen? Ich denke, wenn wir Prevent the Construction sagen, kriegen wir einen Schlag auf Employment, aber die Umwelt schadet nicht. Wenn wir Allow the Dump machen, wird wahrscheinlich ein kleiner Schlag auf die Umwelt kommen. Aber das ist auch eine Sache, um die wir uns kümmern müssten. Ich würde tatsächlich dazu tendieren, jetzt nicht alleine von der Spielmechanik argumentiert, sondern sind wir der Überzeugung, dass wir so etwas besser handeln können als andere? Und da würde ich sagen, Allow the Dump. Ja. Okay, die Umweltschützer finden es nicht gut. Das GDP steigt um 1%, Unemployment unverändert. Man kann nicht alles haben. Oder unverändert. Also ich sehe einen kleinen, wahrscheinlich sind es 0,1 oder so. Okay. GDP plus 1 ist nicht schlecht, würde ich sagen. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne einen Like da, abonniert den Kanal oder hinterlasst uns einen Kommentar und wir versuchen dann, das im nächsten Stream aufzugreifen. Roman und ich streamen jeden Dienstag unter dem Titel Dienstagspolitik auf Twitch. Wenn ihr wollt, kommt doch auch da vorbei und diskutiert live mit im Chat. In jedem Fall, einen zauberhaften Tag.